Hallo liebe Kaffeefans, ich bin Stefan, euer Barista. Heute zeige ich euch, wie man Kaffee mit der French Press zubereitet. Wärme die Kanne vorerst mit heißem Wasser vor und schütte dies anschließend wieder weg. Verwende pro 100 ml Wasser ca. 6 bis 9 Gramm Kaffeepulver mit einem mittleren bis groben Mahlgrad. Als Kaffee bieten sich sortenreine Arabicas, wie zum Beispiel unser Äthiopier Sidamo, mit bärigen, schokoladigen Noten an. Gebe den gemahlenen Kaffee in die Kanne. Fülle nun etwas von 95 Grad heißem, gefiltertem Wasser auf. Du kannst das Wasser aufkochen, ca. eine Minute abkühlen lassen und dann verwenden. Lasse den Kaffee 30 Sekunden quellen, anschließend kannst du das restliche Wasser aufgießen. Lasse den Kaffee 4 Minuten ziehen. Et voilà, du kannst den Stempel runterdrücken. Fülle den Kaffee direkt um, sonst wird er durch das bestehende Kaffeepulver bitter und unangenehm. Guten Genuss wünscht Turmkaffee.